Hallöchen, wie geht's, wie steht's? Geht's dir gut oder geht's dir beschissen? Hallo, 1, 2, 3, Test, Test, 1, 2, yo! Yo, Freunde, herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Oh, ich habe vergessen, das Licht hier anzumachen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht an einem wunderschönen Sonntag, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Ich habe meine Wand tapeziert, Leute, ich bin richtig stolz drauf. Ja, ohne Josie wäre das Ganze nicht machbar gewesen, denn Josie hat einfach das bessere Händchen für sowas. Ja, die Ananas hängt. Also Leute, es geht los mit dem Video. Dies, das, Ananas. Leute, ich habe es gerade richtig gefühlt, das zu sagen. Ja, es wird natürlich noch einiges passieren im Hintergrund. Es fehlen noch ein paar Sachen, es fehlt noch ein bisschen was, da kommt noch ein bisschen was hin. Aber fürs Erste, Leute, ist schon mal ganz nice. Hier unten fehlt noch ein großer Teppich. Und was weiß ich, kommt noch alles, liebe Freunde. Ganz genau. Fokussieren wir uns doch mal lieber auf das Wesentliche. Denn heute, liebe Freunde, geht es wieder um eine sehr besondere Person. Und dafür packe ich extra das Mikrofon aus. Peyton, Peyton. Ja, liebe Freunde, ihr habt richtig gehört, heute geht es mal wieder um Peyton. Sie hat ein Video hochgeladen. Sehr Clickbait-Titel. Wartet mal kurz, ich frage... Das Video heißt Brust-OP, Gerüchte über mich. Ich habe mir das Video extra nicht angeguckt, ich habe mir das Video extra nicht in die Kommentare geguckt, weil ich glaube, in den Kommentaren wird halt man erkennen, ob das jetzt nur Clickbait ist oder ob sie wirklich eine Brust-OP hatte. Und ich muss euch dazu eine kleine Vorstory erzählen, denn viele meiner Zuschauer sind sehr, sehr krasse Detektive und haben mir auch natürlich schon sowas in der Art geschickt. Daraufhin habe ich etwas recherchiert, ein bisschen geguckt, dies, das. Und Leute, mir ist das relativ bewusst gewesen, dass sie ihre Brust hat vergrößern lassen. Trotzdem war es mir kein Video wert, weil ich finde, sowas sollte sie selber entscheiden, wann sie das in die Öffentlichkeit ziehen will und wann nicht. Und das habe nicht ich zu entscheiden. Und klar, ich hätte ein witziges Video draus machen können, wahrscheinlich. Aber ja, muss ja nicht sein, ihr da die Entscheidung zu nehmen. Deshalb soll sie das doch am besten einfach selber machen. Und deshalb gucken wir auch in das Video rein, liebe Freunde. Denn es kann bestimmt unterhalten werden. Also, ja. Wir setzen unsere Studio-Kopfhörer auf und legen direkt los. Machen nicht lange rum, liebe Freunde. Wir haben da gar keine Zeit für. Let's go. We can break up and then make up. I always come back to you. Peyton's Intro. Yay! Hey, yo, heute gibt's mal wieder ein neues Video von mir. Hi, ich glaube, das Peyton. Video, was ich heute drehen werde, oder jetzt gerade drehe, wird viele von euch interessieren. Und zwar werde ich ein paar Gerüchte, die es über mich gibt, mal aufklären. Und werde mich zu einigen Sachen äußern. Ihr habt es ja vielleicht auch schon in dem Titel gesehen, über was ich so reden werde und was für Sachen ich jetzt so sagen werde. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem ersten Gerücht an und ich werde mich dazu dann direkt... Das erste Gerücht, wir sind gespannt. Stimmt, was davon nicht stimmt und meine Meinung dazu vielleicht sagen. Ich weiß nicht. Sag deine Meinung! So, und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt schon mal mit dem ersten Gerücht an. Und zwar ist das erste Gerücht, dass du schwanger bist. Jo, und wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie man auf so ein Gerücht kommt, aber nein, ich bin nicht schwanger und oh. Ich habe jetzt erstmal auch nicht vor, schwanger zu werden. Also, keine Ahnung, weiß nicht, wie man darauf kommt, ob ich dicker geworden bin oder nicht, keine Ahnung. Aber nein, schwanger. Ich will auch so ein Teddy. Nicht. Dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Gerücht. Also ich muss dazu sagen, viele Sachen wurden doppelt, dreifach, fünffach, zwanzigfach reingeschrieben. Und zu ein, zwei Sachen möchte ich mich auch nicht äußern. Das heißt, die werde ich hier auch nicht mit reinbringen. Ja, genau. Also so viele verschiedene Gerüchte sind es ehrlich gesagt gar nicht. Aber die Gerüchte, die es gab, die werde ich jetzt hier halt einfach vorstellen. Das nächste Gerücht ist, dass du wieder einen neuen Freund hast. Also nein, ich habe keinen neuen Freund. Oh. Ich bin Single. Und das ist aktuell auch, glaube ich, ganz gut. Mano. So. Also nein. Auch das Gerücht stimmt nicht, nein. Dann kommen wir auch schon zum nächsten. Und zwar hier steht, ist zwar kein Gerücht, aber du kannst dich zunehmen und bist deswegen so schlank. Also erstmal, doch, ich hatte auf jeden Fall mal ein paar Kilo mehr. Ich glaube, lass mich jetzt... Ja, doch, ich glaube, es waren 10 oder 12 Kilo, die ich auf jeden Fall mal mehr hatte. Was bei mir auch extrem aufgefallen ist, weil ich halt einfach echt... Wartet mal kurz, wie sie gerade so überlegt hat. Ich glaube, wenn man 10 oder 12 Kilo mehr hatte... Mal, dann weiß man das ganz genau, weil 10 Kilo ist nicht gerade wenig, ne? Also man merkt das als Mensch, ob man jetzt 10 Kilo mehr auf der Waage hat oder weniger. Und wie sie gerade so überlegt haben, ich glaube, ich hatte mal, ja, 10 Kilo mehr. Leute, okay, wir gucken mal weiter. Sehr klein bin und es kam halt damals, nachdem ich aufgehört habe mit dem Turnen, habe ich halt sehr viel zugenommen, aber das habe ich auch alles wieder runter. Ich glaube, das war einfach vielleicht, keine Ahnung, mein Stoffwechsel musste wieder klarkommen oder keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, auf aber zunehmen kann ich auf jeden Fall, weil ich hatte mal ein paar Kilo mehr.
Genau, ich glaube, mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Dann ist hier noch ein Gerücht und zwar, Peyton hat noch nie ihren Vater gesehen. Doch, ich habe meinen Vater schon gesehen. Wir haben auch mit ihm zusammengelebt, bis ich 11 oder 12 war, ich weiß nicht genau. Aber meine Eltern haben sich dann getrennt und dann sind halt ein paar Dinge vorgefallen und deswegen habe ich keinen Kontakt mehr mit ihm. Aber ich finde das auch ehrlich gesagt ganz gut so. Wir drei Mädels verstehen uns alle mega gut, also meine Mama, meine Schwester und ich. Ja, doch, also gesehen habe ich ihn schon, ich kenne ihn auch. Aber Peyton ist schon König in so Sachen unterschwellig rüberzubringen. So, wisst ihr, wie ich meine? Sie hat aber auch Bock auf diese Salz. Wisst ihr? Sie sagt so, ja, wir drei Mädels verstehen uns ganz gut und ich will ihn auch nicht mehr sehen, ist glaube ich besser so. Womit sie automatisch sagt, dass ihr Vater mal Scheiße gebaut hat. Genauso wie das damals bei dem Leon-Ding war. Wisst ihr, wie ich meine? Das war ja ähnlich. Aber okay, das ist ihre Sache. Es ist meiner Meinung nach halt dieses typische Mädchending so unterschwellig halt rausdrücken. Wisst ihr, wie ich meine? Nicht so direkt, aber so, ja, war halt scheiße, ne? Ist halt scheiße gelaufen, ne? Ja. Oder Mama, kann man das so sagen? Ja. Okay. Boah, die Mutter sitzt im Hintergrund. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich bin mit unserer aktuellen Situation sehr happy und es ist alles gut. Und ja, da die Frage zu meinem Vater aber sehr oft kommt, dachte ich, beantworte ich das hier jetzt auch einfach einmal. Hier ist jetzt nochmal, dass du mal schwanger warst und abgetrieben hast. Nein, ich war auch noch nie schwanger. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Standardding, was immer jeder geschrieben bekommt. Du warst schwanger, du bist schwanger, du kriegst ein Kind, du keine Ahnung was. Also nein, ich war auch noch nie schwanger. So, dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage, beziehungsweise zum nächsten Gerücht. Und zwar, dass du erst einen Freund hattest. Aber nee, ich hatte tatsächlich schon zwei Freunde. Es war halt nur eine Beziehung öffentlich, weil davor habe ich noch kein Social Media gemacht. Aber nein, ich hatte bis jetzt zwei Freunde, genau, also zwei Beziehungen, genau. Ich beantworte die Fragen irgendwie immer so kurz oder die Gerüchte, aber ich weiß halt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann zu den meisten einfach nur sagen. Egal, Video hat sie trotzdem auf 10 Minuten 1 geschafft. Peyton, wir sind uns relativ ähnlich in manchen Punkten. Wir kriegen alle unsere Videos über 10 Minuten. Skrischke! Ja? Nein? Brust OP! Dazu geht Brust das OP! Halt auch schon. Brust jetzt kommen wir, glaube ich, zu der Frage, die Brust am allermeisten gestellt worden ist. Brust OP! Brust seit einem halben Jahr meine kompletten Kommentare damit explodieren und keine Ahnung was. Und ich möchte mich jetzt auch einmal dazu äußern. Und zwar das Gerücht, dass ich eine Brust OP hatte. Wir machen Stopp, Leute. Was denkt ihr? Ich bin mir relativ sicher, sie hatte eine, sonst würde sie das Video nicht so darauf aufbauen und so. Und das ist schon sehr vielen Leuten aufgefallen. Ich sag ja. Hier ist die Infokarte für euch. Stimmt bitte gerne ab. Wehe, ihr schummelt und geht jetzt vor und stimmt dann ab. Wirklich, richtig ehrenlos. Ich lasse euch 3 Sekunden. Danke fürs Abstimmen. Weiter geht's mit dem Video. Ich muss dazu sagen, ja, ich hatte eine Brust-OP. Aha. Das war letztes Jahr im August. Und ich weiß, dass es jetzt vielleicht sogar Hate geben könnte, dass ich euch das nicht von Anfang an gesagt habe. Aber ich muss sagen, ich habe mich mit diesen Ding, das öffentlich zu sagen, ein bisschen unwohl gefühlt, einfach aus dem Grund, weil ich momentan halt noch eine Ausbildung mache. Und ich weiß, dass mich davon sehr viele verfolgen, also jetzt auch von meinem Betrieb aus. Und mir ist es halt einfach unangenehm. Ich will nicht, dass jeder weiß, so, oh, hat die sich die Brüste machen lassen? Dann guckt man ja drauf, dann achtet man da drauf. Und da wir auch sehr viele männliche Leute im Betrieb haben, also wenn ihr jetzt wüsstet, wo ich arbeite, dann wird es Sinn ergeben, dann würdet ihr das verstehen. Kann ich das so sagen? Ja. Meine Freunde, die wussten auch eigentlich fast alle Bescheid, dass ich das mache. Jetzt warte mal kurz. Kurze Pause. Wenn man sich die Brüste machen lässt, ich glaube, das ist relativ egal, ob man eine Person des öffentlichen Lebens ist oder ob man jetzt nicht Person des öffentlichen Lebens ist und man geht halt ganz normal arbeiten. Das fällt einem ja trotzdem mehr oder weniger auf. Oder nicht? Klar, dadurch, dass du Person des öffentlichen Lebens bist, hast du diese ganzen kleinen Furzkinder, die dir auf den Sack gehen und sagen, Brüste. Ja, das stimmt. Was ist los mit mir? Ja, da gebe ich dir recht, aber die auf deiner Arbeit, die werden das doch so oder so gecheckt haben. Peyton ist ja jetzt nicht gerade jemand, der vielleicht, der nicht, also außer sie arbeitet in einer Bäckerstube und hat jeden Tag so einen Kittel an oder was weiß ich, aber die trägt ja auch relativ freizügige Sachen. Und selbst wenn sie nicht auf Social Media so unterwegs wäre, glaube ich, würde sie trotzdem sehr viele Bilder posten, weil Peyton einfach so
der typische Darstellermensch ist. Wisst ihr, wie ich meine? So, man ist hübsch, man weiß, dass man hübsch ist, man postet es auf Instagram. So, deshalb, ich glaube, sie würde halt trotzdem so diese Bilder, die sie auf Instagram postet, posten. Deshalb, ja, Leute, ich weiß nicht. Also, ja, aber ich finde es gut, dass sie es sagt. Ich finde es gut, dass sie dazu steht. Muss man so sagen. Ist, glaube ich, kein kleiner, einfacher Schritt. Aber, ja, wenn man sowas macht, sollte man auch dazu stehen, finde ich. Ne, so, also wenn man etwas an sich ändern will und ändert, dann kann man auch dazu stehen. Keine Frage. Man muss ja nicht direkt sagen, stimmt, gebe ich ihr recht. Aber, boah, ich würde es auch sagen, wenn ich mein Pipi vergrößern würde. Spaß, okay, das war unnötig. Oh Mann. Oh. Und die haben mich dabei auch alle mega unterstützt und meine Mama und meine Schwester auch. Obwohl ich sagen muss, meine Mama war am Anfang sehr dagegen. Und ja, es hat, nee, also lange gedauert hat es eigentlich nicht, sie dazu zu überreden, weil ich war ja zu dem Zeitpunkt schon 19, das heißt, ich konnte ja eigentlich machen, was ich will, so mehr oder weniger. Ja, am Anfang, das war letztes Jahr im Mai, glaube ich, das heißt vor ungefähr genau einem Jahr, sind wir das erste Mal in diese Praxis gegangen und ich war halt so, Mama, ich mag das unbedingt machen. Und dann haben wir uns da beraten lassen, haben mit ihm geredet und dann meinte meine Mama so, ja, okay, der Arzt, der kommt mir gut rüber und vertrauenswürdig. Da haben wir den Termin ausgemacht und dann war es dann im August. Ja, im August letztes Jahr soweit. Du musst aber auch sagen, du hast dich mit dem Thema schon seit 2 Jahren mindestens. Ja, genau. Eine Freundin von meiner Mama war bei dem gleichen Chirurgen und deswegen hatten wir da halt auch schon Erfahrungsberichte sozusagen. Leute, ne? Ich sag euch ganz ehrlich, ich könnte das niemals. Niemals könnte ich mich freiwillig unters Messer legen. Ich könnte mich niemals freiwillig operieren lassen. Wenn ich operiert werden muss, okay, dann ist es so. Aber niemals freiwillig. Ich kann das nicht. Ich bin allgemein nicht der größte Fan von Schönheits-OPs. So, das ist voll Ansichtssache. Das kann jeder machen, wie er will. Keine Frage. Ich bin allgemein ein Mensch, der sehr auf das Natürliche vom Menschen steht. Aber ich habe auch alle lieb, die sich die Brüste quarteln lassen. Hui! Zamba, zamba. Jetzt noch die Arschbacke und los geht's. Und da hat alles gepasst. Und bei mir passt zum Glück auch alles. Und eigentlich will ich zu dem Thema gar nicht so viel sagen. Dann werde ich dazu vielleicht irgendwann mal ein separates Video machen, wenn ich mich dazu bereit fühle. Das ist einfach einmal aufgeklärt haben, weil es gab ja schon sehr viele Gerüchte und es haben ja auch schon Leute darüber geredet, wo ich mir so denke, ihr habt dazu eigentlich nichts zu sagen. Wenn ich sowas öffentlich machen will, ist das meine Sache, so, keine Ahnung. Aber deswegen dachte ich, äußere ich mich dazu jetzt. Da muss man auch kurz einmal Props raushauen an mich, dass ich mich zurückgehalten habe und kein Video gemacht habe. Leute, ich hätte das Ganze schon vor 2 Monaten exposed. Ich sag's euch, wie es ist. Nein, also, ich verstehe sie. Sie hat ja auch recht. Es geht niemand anderem was an. Wenn sie es sagen will, sagt sie es. Wenn nicht, nicht. Fertig. So. Weiter geht's. Einmal, also ja, ich habe mir die Brüste machen lassen und zwar letztes Jahr im August. Das war sehr schmerzhaft, das kann ich euch sagen. Also es war nicht drüber reden. Ich bin aber dennoch froh, dass ich es gemacht habe und ich habe mir jetzt ja auch keine Riesenimplantate machen lassen oder sonst. Ich hatte nur einfach davor sehr wenig Brust und ich war damit unzufrieden und ich dachte mir einfach so, wenn ich es nicht jetzt mache, wann soll ich es denn dann machen, so ungefähr. Ich bin jetzt zwar noch jung, aber okay, der Satz macht in meinen Augen komplett gar keinen Sinn. Ich hätte, also for real, wenn es meine Tochter wäre, ich hätte gesagt, warte zumindest, bis du 25 bist oder so. Guck mal, was noch passiert. Vielleicht werden die noch größer, vielleicht wirst du da noch zufriedener mit. Keine Ahnung, ich hätte halt gesagt, warte bis, keine Ahnung, bis du ein bisschen älter bist. Ich sei noch nicht mal komplett ausgewachsen mit 21 oder 22. Wie alt ist sie? Keine Ahnung, man wächst doch aus, bis man so 24, 25 ist. Deshalb, ja, nee, also. Einigen ist es ja auf meinen Instagram-Bildern schon aufgefallen, einige nicht. Ich muss sagen, ich gehe live, meine kompletten Kommentare bestehen nur noch aus meinen Brüsten. Ich gehe, guck unter meine Bilder, wo ich einen Top anhab, alles geht nur um meine Brüste. Ich gehe in meine Instagram-Direktnachrichten, alles geht um meine Brüste. Und deswegen dachte ich, ich äußere mich jetzt einfach mal dazu und hoffe, dass das Thema jetzt für alle erstmal geklärt ist. Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder keine Ahnung, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht werde ich sie beantworten, vielleicht auch nicht. Vielleicht werde ich ein separates Video dazu nochmal machen. Vielleicht halt auch nicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich dachte einfach nur... Hat sie nicht irgendwie schon alles erzählt? Also was sollte man im separaten Video sagen? Wie viel hat es gekostet? Wie schmerzhaft war es? Den Rest hat sie gesagt, wann sie es gemacht hat. Dass es weh tat. Dass sie es nicht so riesig gemacht hat, sondern eher so klein. Wie soll ich sagen? Sie hat doch gesagt, keine Riesenimplantate. Liebe Freunde, ich bin an der Stelle auf jeden Fall zufrieden. Meine Vermutung hat sich bestätigt.
Ich wünsche Peyton zu ihren neuen Brüsten alles Gute. Das ist voll komisch, als Typ sowas zu sagen. Also wisst ihr, wenn du als Mädchen zu einem Mädchen sagst, ja, alles Gute für deine neuen Titties, so, alles gut. Aber wenn du das als Typ sagst, ist das direkt so, keine Ahnung. Alle denken so, Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute. Ich finde das gut, dass sie das gesagt hat. Schlaue Entscheidung von ihr, weise Entscheidung. Und ansonsten, liebe Freunde, kann man nicht mehr viel dazu sagen. Außer, dass auf diesem Kanal jeden Tag ein neues Video kommt. Also, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht das unbedingt. Unten ist ein roter Abo-Button. Draufdrücken. Wenn der grau wird, könnt ihr nebendran noch die Glocke, die da ist, einmal klingeln lassen. Draufdrücken, dann werdet ihr mal benachrichtigt. Und ansonsten könnt ihr da noch Instagram abchecken. Macht das gerne, denn auf Instagram kommen Daily Stories aus der neuen Wohnung. Pakete auspacken, hier, da, dort. Kochen, mochen, alles Mögliche. Checkt's ab. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.